Moin Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Wir sind jetzt im Herbst angekommen, können ja einmal auf unser Tagebuch gucken. Wir haben Unigos Geschichte und unsere zwei Main Stories und wir wollen auf jeden Fall ein höheres Gebäudelimit. Dementsprechend werden wir jetzt erst einmal Kapitel 5 machen, das mit dem Bauernhof. Dafür brauchen wir aber erstmal Zeug, was wir dann verkaufen können. Da haben wir uns ja hier ein bisschen was gemacht. Wir haben jetzt hier knapp 30, was wir mitnehmen können. So, perfekt. Und dann machen wir uns gerade mal auf den Weg. Wie sieht's denn überhaupt mit unserem Inventar aus? Im Moment haben wir 990 Münzen. Das ist gerade gar nicht mal so schlecht. Ich würde auch sagen, wo ist na da? Der ist 900 Meter, das ist ein bisschen weiter weg. Das ist auch 700 Meter, ist auch nicht so optimal. Sprich mit Sambor, das ist schon eher in der Richtung. Dementsprechend machen wir uns mal auf den Weg. Und auf geht's. So, hier sind wir bei Sambora eingetroffen. Werden uns jetzt mal hier reinbegeben und ihn anquatschen. Denn er hört eine Eule. Die müssen wir jetzt verscheuchen, die Eule. Und jeder, der schon mal Medieval Dynasty gespielt hat, weiß ganz genau, dass er noch nie eine Eule gesehen hat. Dementsprechend, dass sehr komisch ist, dass es hier eine Eule gibt. Und da haben wir unsere Eule. So, haben wir uns darum auch gekümmert. Gehen wir wieder zu Sambor zurück. Zack, gehen wir hier hoch. So, wir haben uns um die Eule gekümmert. So, jetzt warten wir auf den nächsten Tag. Ist alles fein. Und wir gehen jetzt Richtung Gustovia. Machen wir uns erstmal hin. 700 Meter. Das erspare ich euch. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir da sind. So, hier sind wir jetzt endlich bei Edwin angekommen. Werden hier uns einmal ein bisschen Dünger kaufen. 15 Dünger wollte er haben. Dann wollte er 15 Karottensamen. So, was wollte er denn noch? Weizen, Korn und Kohlsamen. Hail, friend. Whatever you need, I've got it. Weizen, Korn. Eins noch. Und Kohlsamen. Die haben wir hier auch nochmal 15. Sehr schön. Have a good day. Damit haben wir alles und dürfen auf ganz entspannt wieder zurückgehen und unser Feld machen. Wir sehen uns, wenn wir im Dorf sind. So, hier sind wir zurück in unserem Dörfchen und wir dürfen uns ein neues Feld machen. Das werden wir einfach direkt hier hintersetzen. Bei Gebäude, Landwirtschaft. Eine Scheune können wir auch schon machen. Das wäre natürlich auch gar nicht mal schlecht. Gucken wir erstmal, wo wir die überhaupt hinsetzen können. Ah, wir haben ja natürlich. Ja, wir dürfen nichts bauen. I see, I see. Ja. Gut, dann werden wir hier ein bisschen Platz lassen. Das dürft schicken. 4, 5 mal 6. Sehr schön. Und dann gucken wir, dass wir uns hier unsere Hacke schnell aus dem Lager holen und alles hier reinpacken, was wir nicht mehr brauchen. Die Speere sind ja erstmal alle nutzlos. Die Messer können rein. Und wir haben sogar die Holzhacke ausgerüstet. Sehr schön. So.
Holzhacke hier hin. Eventuell müssen wir uns noch eine machen. Aber das sollten wir wohl hinkriegen. Dann machen wir uns dran, unser Feld erstmal umzugraben. Da wir das jetzt fertig haben, rüsten wir uns das Säckchen aus. Zack. Da gehen wir aufs Feld und dann erstmal auf Dünger. Und dann verteilen wir erstmal unsere 15 Dünger. Haben wir. Dann geht's ran ans Pflügen. So, gepflügt haben wir auch. Und dann müssen wir nur noch anpflanzen. Wir haben jetzt Herbst, das heißt, wir gucken mal, was wir überhaupt anpflanzen können. Winter oder Frühjahr, Frühjahr oder Sommer. Frühling oder Herbst. Dann nehmen wir das Weizenkorn. Das haben wir hier. Und das packen wir hier einfach oben drauf. Sehr schön. Wir können jetzt Felder verwalten. Das ist aber jetzt am Anfang noch nicht so relevant. Jetzt dürften wir aber eine Erhöhung von 5 haben, soweit ich weiß. Vielleicht ist es sogar noch mehr. Auf jeden Fall sollen wir jetzt eine Scheune und einen Brunnen bauen. Das wollte ich sowieso bauen und spielt uns damit ein wenig in die Hände. So, hier noch das Feld fertig besehen. Zack, wundervoll, wundervoll. Und dann bauen wir uns bei Häusern, nee, nicht bei Häusern. Bei Landwirtschaft eine Scheune. Die würde ich gerne hier hinsetzen. Und wir möchten einen Brunnen. Der müsste bei Gewinnung sein, genau. Den setzen wir hier hin. Hier wird dann so ein bisschen Sammel. Hier machen wir hier ein bisschen die Erde schön, dass wir hier wie so eine Straße haben. Alles so einen schönen. So ein schönes Marktplätzchen oder so ein Sammelort halt für die ganzen Einwohner. Oh, hierfür brauchen wir Holzstämme. Können wir gucken, ob unsere Leute schon fleißig gearbeitet haben. So, Holzstämme, Holzstämme, Holzstämme. Haben wir tatsächlich ziemlich viele schon. Wundervoll. Können gerade ein bisschen mehr einpacken. Brauchen sie ja sowieso. Rennen schnell hier hin. Machen uns unser Brunnenfundament. Hier nochmal die Seiten und die Dächer. Uns fehlt aber noch ein Stamm. Wir holen uns erstmal hier die 16 Ried. Die sind ja sehr schnell geholt. Zack, zack, zack. 10, 11, 13, 14, 16. Wundervoll. Wundervoll. Können wir gerade gucken, ob wir hier noch einen Baumstamm vergessen haben. Hier oder? Werdet ihr euch fragen, warum mache ich jetzt den Ahornstamm weg? Das liegt einfach daran, dass wir hier sowieso irgendwann bauen wollen, in nicht so ferner Zukunft. Und dann hätten wir es sowieso weggemacht. Also kann es auch jetzt schon geschwind verschwinden. So, dann machen wir das zweite Dach noch fertig. Sehr schön. Jetzt können wir ja auch ganz entspannt immer schön draus trinken oder verwenden, wenn wir Eimer dabei haben. Das geht wunderbar.
Hier können wir gerade gucken, wie viele Steine wir brauchen. 12 Steine brauchen wir für das Fundament. Das kriegen wir auch noch zusammen. So, hier einmal schnell reingucken. Da haben wir auch gut was an Steinen. 12 Steine nehmen wir mit und packen uns nochmal mit Holzstämmen voll. Knapp 30 können wir mitnehmen. So. Die Scheune braucht nämlich auch ziemlich viel. Jetzt machen wir uns erstmal an das Fundament. Die Scheune bauen wir dann, da kann man im Prinzip alles verarbeiten, was auf dem Feld gepflanzt wird. Das ist sehr wichtig. Da machen wir dann Samen und Stroh kommt daraus. Und die Samen kann man verarbeiten und den Stroh dann letztendlich zum Bauen benutzen. Oder auch verarbeiten später für Tierfutter. Brauchen wir nämlich Hafer, Roggen und Stroh. Sehr schön. Die ganzen Samen können wir hier reinschmeißen. Die sind sowieso, die stören uns im Moment nur. Pelz und Leder auch. Dann gucken wir, dass wir uns hier nochmal ein paar Stämme mit rausholen. Gehen wir einfach mal auf 20 Stämme und gucken, ob wir das tragen können. Ja, klappt. Super. Ach, hier brauchen wir natürlich Stöcker. Können wir auch gleich machen. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6 mal 8, also 48 Stroh brauchen wir. Holen wir schnell, holen wir schnell. Währenddessen können wir so ein paar Stöckchen zusammensammeln. Brauchen wir nämlich auf jeden Fall auch. Sammeln wir hier ein bisschen Ried. Neues Level in Überleben, das höre ich doch gerne. Dann gehen wir hier doch gerade mal in die Fähigkeiten rein. Was haben wir denn da in der nächsten Phase? Erkennen von Stöcken, Steinen, Pilzen, das hört sich sehr gut an. Gesundheit brauchen wir eher nicht. Das heißt, wir gehen hier rein. Dann können wir nämlich unseren sechsten Sinn einschalten und sehen da auch alles Mögliche. Vor allem natürlich sehr schön, weil wir dann auch unsere Steine besser finden werden. So, dann sammeln wir hier noch ein paar Stöckchen, ein paar Stöcke. Hier noch. Da noch. So, und dann bauen wir hier erstmal weiter. Können wir auch gleich gucken, wie viele Stöcke in unserem Lager jetzt drin sind. Jetzt noch die Dächer.
Dann brauchen wir hier noch 4x8, 32 Stöcker. Die haben wir doch bestimmt im Lager liegen. Da bin ich mir sicher. Mal hier reingucken. Stöcker haben wir, jawohl. 32, wundervoll. Dann gehen wir gerade hier hin. Der erste hat schon Feierabend, aber wir werkeln hier noch fleißig rum. Tatsächlich fertig. Jetzt müssen wir mindestens 15 Gebäude errichten. Wir sind hier auf Verwaltung. Können wir sogar 30 Gebäude errichten. Okay, das ist nicht schlecht. Das gefällt mir sehr gut. Und wir müssen jetzt in der Technologie müssen wir die Näherei bekommen. Das heißt, Schmiede, Kupferhämmer, let's go. So, und so schnell haben wir die Näherei schon freigeschaltet. Wir haben gerade mal 20 Kupferhämmer produziert. Das ist wundervoll. Das ist sehr wunderbar. Jetzt ist nur die Frage, wo wir die Näherei am schönsten hinsetzen. Und ich würde sogar sagen, dass wir hier das Feld wegmachen und hier die Näherei hinsetzen. Bauen, zack, Produktion. Näherei 1 möchte ich sehr nah wie möglich am Lager haben. Brauchen wir hierfür 8 Steine. Steine und dann natürlich noch ein paar Holzstämme. Zack. Und los geht der Bau. Wundervoll. Hier haben wir den Aufgang leider ein bisschen zur Seite, aber macht nichts.
wieder 32 Stroh. Machen wir uns gerade hier hinten mal wieder hin und holen uns ein wenig Stroh. Sehr schön, hier sind wir bei 32. Können wir hier das Dach schon fertig machen. So, jetzt brauchen wir nur noch 4 mal 6 sind 24 Stöcke. Und dann haben wir die Näherei auch durch. So, hier runter, Stöcke. Sehr schön. Ach, kaputt gemacht, den Hammer, aber wir haben ja hier tatsächlich mehr als genug in der Reserve. Das ist ja das Gute. So, gehen wir ins Inventar, hauen uns das hier wieder rein. Und gut ist. Ah, ich sehe gerade, hier haben wir was vergessen. 8 Stroh und ein Holzstamm. Schön durchlaufen, schmutzig sind wir auch. Das ist doch schön. So, ein Holzstamm. Nehmen wir einfach mal das ganze Stroh mit, was sich jetzt über die Zeit gesammelt hat. Futtern aber vorher noch was. Sehr schön. 10 Dinger darin gehauen und gut ist. So, damit haben wir die Näherei nämlich jetzt auch abgeschlossen. Und dann ist unser nächstes Ziel Klamotten. Dafür brauchen wir unser Flachs. Wir werden 18 Leinen rausbekommen. Daraus können wir uns dann ein paar Klamöttchen machen. Aber vorher müssen wir das dreschen. Also viel Spaß mit dem Dreschen. So, da sind wir zum Glück endlich fertig. Hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert. Und dann gehen wir schnell hier zurück. Packen nämlich erstmal 30 Leinsamen hier rein. Ne, die Leinsamen brauchen wir gar nicht. Wir brauchen die Flachshalme. Zack. Gehen hier schnell hoch. So. Da wollen wir dran. Das schalten wir frei und machen uns hier 18 mal Leinengarn. So, da haben wir das auch geschafft. Haben sogar ein neues Level in Produktion erhalten. Das ist sehr schön. Dann machen wir... Was haben wir hier oben? Bauen addiert sich. Machen wir das direkt nochmal, genau. Und wir wollen in der Technologie schnell gucken, was wir hier alles machen können, dass uns schön warm wird. Pelzschuhe wären nicht schlecht. Pelz und Leder. Das wäre gut. Und noch 300 Gold, okay. Der Pelzumhang. Den machen wir uns auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
sind das die zwei Sachen, die ich haben will. Und jetzt hier Leder und Pelz hier drin. 42 Leder und 21 Pelz. Schnell hier hoch, zack. Eieiei, funktioniert nicht ganz so. So, erstmal hier schicke Schuhe. Die Pelzschuhe bauen wir einmal. Und dann noch das Top. Wo ist das zu finden? Da haben wir es. Wir brauchen echt einen Pelz dafür noch. Das gibt's doch gar nicht. Ja, dann gehen wir doch nochmal schnell auf Hasenjagd. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich einen erlegt habe. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt hier und können uns dann ganz entspannt hier einen Pelzumhang bauen. Dauert zwar recht lange, aber dafür sollte der eine Zeit lang warm halten. Hoffen wir, dass wir damit den Winter gut überstehen werden. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir noch uns irgendwas holen, was uns nochmal warm hält. Entweder ein Hut oder ähnliches. Machen wir uns den Pelzumhang drauf. Die Pelzschuhe. Wundervoll. Dann sehen wir hier gleich schon. Sehen wir schon gleich besser aus. Wunderschön. Haben jetzt auch, müssten wir auch unsere Resistenten sehen. Resistenten. Genau, da unten haben wir 50% Kälteresistenz und minus 10 Hitzeresistenz. Da müssen wir eventuell nochmal gucken, dass wir das irgendwie ausgleichen können. Aber hier können wir Leinengarn, Pelz und Flachsholme können wir hier drin machen. Genauso wie die ganzen Holzspeere, die wir nicht mehr brauchen. Holzhacke kann rein, Säckchen. Unsere alten Schuhe können weg. Wundervoll. Gucken wir gerade schnell, dass alle unsere Bewohner auch noch ihr Essen haben. Wäre nämlich blöd, wenn das ausgeht, während wir weg sind. Oh, ist noch gut was da. Aber dann braten wir das gerade mal schnell durch. Södele, klopf, klopf. Ich muss mal kurz stören. Ich muss hier ein bisschen Fleisch machen. So, dann sind wir hier mit dem Fleisch auch fertig. Das können wir schnell einmal abliefern. Ein bisschen was behalten wir natürlich für uns. Zack. Legen wir mal 38 ab. Sind wir bei 10 Fleisch für uns, 10 Fleisch für die Leute. Und das passt. So, eigentlich möchte ich hier auch, was ist denn verschiedenes, ein Waschzuber machen. Dafür brauchen wir 6 Bretter. Und wir brauchen einen Eimer, mit dem wir das befüllen können. So, Bretter. Stellen wir natürlich direkt hier nebenhin verschiedenes Waschzuber. Sehr schön. So. Gehen wir hier gerade dran, verwenden. Machen uns hier 2 Eimer mit Wasser. Es geht sehr schnell hier dran. Deswegen liebe ich den Brunnenschacht. So, den können wir füllen. Zack. Hier nochmal 2 Eimerchen voll machen. Wundervoll. Ab jetzt können wir uns immer, wenn wir dreckig sind, hier einfach einmal waschen.
brauchen gar nicht ins tiefe Wasser zu gehen. Wunderbar. Dann futtern wir noch mal schnell was von dem 50-prozentigen. So, und unser nächster Plan wäre tatsächlich die Küche, beziehungsweise die nochmal ein Haus zu bauen. Ich würde aber lieber erst einmal die Küche. Produktion müsste doch die Küche. Oh ja, ich bin einfach nur blind. Sehr schön. Hier machen wir ein bisschen Abstand, dass wir hier auch das Ganze hier bauen können. Und bauen dann hier unsere Küche. 8 Steine brauchen wir dafür. So, Holz brauchen wir sowieso immer. Dann nehmen wir uns mal 10 mit. Rest brauchen wir vielleicht noch für Verarbeitung etc. pp. Wundervoll, wundervoll. So, jetzt brauchen wir sowieso Stöcker etc. Einfach weil wir es können, rennen wir jetzt da hoch und fällen uns ein paar Bäume. So, der Ahorn will auf jeden Fall weg. Stöcker. Den können wir uns zwar auch im Lager holen, aber ich bin ja ein fauler Kerl. Deswegen versuchen wir so viel wie möglich hier schon mal zu sammeln. So, und dann geht's zurück und dann wird weiter gebaut. Heute sind wir richtig schön produktiv. Das ist doch wundervoll. Wundertoll ist das. Hier noch ein paar Zweige, da noch ein paar Zweige, da noch ein paar Zweige. Wundervoll. Wand zu, dasselbe auf der anderen Seite. So, hier haben wir ein Strohdach. Eins, zwei, drei. Das heißt, wir haben hier 4x8, hoffe ich. Ja, anscheinend. So, dann haben wir gerade mal wieder 32 Stroh. Voll, dann sollte die Küche doch schon abgeschlossen sein.
wundervoll, die Küche ist fertig. Und dann wollen wir heute aber noch ein kleines Häusle noch hier hinzaubern, wo dann letztendlich unser Koch drin wohnen wird. Können wir auch wieder Steinchen holen. Steine. Wundervoll. Haben wir jetzt neues Holz? Haben wir noch nicht produziert. Ist leider nicht Zeit dafür. Was will man machen? Dann müssen wir das halt einzeln gleich holen. Wundervoll. Vier Holzstämme haben wir, die können wir schon mal reinhauen. Und dann holen wir uns gerade noch mal den Rest von da hinten. Wo ist unser zweiter Stamm hin? So, jetzt geht's auf den Rückweg. So, jetzt können wir hier die ganzen Materialien wieder ändern. Das wird alles aus Stein gemacht. Stein lässt sich einfach leicht bekommen. Und das Dach machen wir natürlich zu einem Dach mit Holzschindeln. Ah, wundervoll. Sehr schön, dann holen wir jetzt die Steinchen, die wir hierfür brauchen. Wie gesagt, 66 Steine brauchen wir für ein kleines Häuschen. Das heißt, 2 mal 33 sollte eigentlich immer gut vom Gewicht her passen. So, 33. Irgendwas einstecken. Die Bretter können weg, die Federn können weg, die Stöcke können weg. Eimer kann weg. Der Ach. So. Geht unsere Ausdauer sehr schnell leer, weil wir sehr schnell schlagen. Dadurch geht die Ausdauer natürlich auch schneller leer. Das ist natürlich etwas ungünstig. Aber macht nichts, das Häuschen sollte gleich fertig sein. Holen wir uns die nächsten 33 Steinchen. Thank you.
So. Vier, sechs, sieben Holzstämme und wir brauchen 48 Bretter. Genau. Sieben Holzstämme. Bretter nehmen wir einfach mit. Setzen, das läuft doch easy. Oder hier können wir auch den einen Stamm setzen, dann sind wir auch direkt schneller am Werkeln. Das können wir direkt schon fertigstellen, die Seite auch. Das haben wir fertig. So, das heißt, wir haben noch 20, das heißt, wir holen uns nochmal schnell 10 Stämme ran. So, da haben wir unsere 10 Holzstämme. Der Kupferhammer hat auch schon gut was abgekriegt. Da können wir gleich, wenn wir an der Schmiede vorbeigehen, gerade einen mitnehmen. Der könnte eventuell sogar kaputt gehen, bevor wir das Dach fertig haben. Jetzt gehen wir erstmal zur Holzbearbeitung, damit wir unsere Bretter haben, die wir noch brauchen. Einen Hammer holen wir uns hier raus. Geht's gerade hier weiter. Den Kollegen schubsen wir hier weg. Wir brauchen den Sägebock. Und dann stellen wir mal ein paar Bretter her. So, da haben wir unsere 20 Bretter, die wir brauchten. Laufen wir schnell mal lang, müssen ja auch mal saufen. Kommen wir hier gerade an den Brunnen. Zack. Wäre das auch erledigt. Dann hier noch schnell die Bretter drin machen. So. Wundervoll, dann haben wir sogar das Kapitel jetzt abgeschlossen. Sind bei 40 Gebäuden, die wir bauen können. Da sind wir erstmal super entspannt. Deshalb müssen wir das Jagen erstmal noch überhaupt nicht machen. Also wir müssen ja jetzt einen Bären, Wiesen und einen Elch jagen und einen Bogen bauen. Das mit dem Bogen sollte jetzt kein Problem sein. Aber ich würde sagen, dann haben wir soweit alles geschafft in der Folge. In der nächsten Folge werden wir gucken, dass wir hier einen Koch rankriegen, einen Bergarbeiter, sodass wir hier ein bisschen, dass es alles automatisch funktioniert, dass wir nicht ständig Sachen kochen müssen, nicht ständig Steine mitnehmen müssen, etc. Gut, dann habe ich mich gefreut, dass ihr zugesehen habt und würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao Leute!